Und wir bringen die Trainingsmission zum Abschluss. Und wenn ich mich richtig erinnere, war es das dann auch schon so ziemlich mit dem Training. Mal gucken, welche Teile wir dafür dann kriegen. Ah ja, die vierbeinige Geschichte. Vierfüßerteile, dass die schweben können und so. Und sie bleiben dann, also freihändig. Ich habe weder an der Maus noch an der Tastatur in der Hand. Ihr seht, die schweben dann auf der Stelle. Das gibt eine relativ stabile Feuerbasis. Sie verbrauchen halt dann permanent Energie dabei. Ist halt ein etwas anderer Spielstil, würde ich sagen. Was nicht heißt, dass er besser oder schlechter ist, ist einfach nur anders. So gut. Dieser Granatwerfer ist richtig lustig. Aber für unseren leichten Mech halt nicht geeignet. Deshalb werden wir später noch einen schweren Mech dazu bauen. Aber das dann im Missionsteil, nicht im Trainingsteil. Da haben wir uns die vierbeinigen Freunde angeguckt. Schauen wir uns mal einen Panzer an. Panzerteile und Strategien. Ja, da geht es im Prinzip darum, die schwersten, mächtigsten Waffen mitzunehmen, weil so ein Panzer hat eigentlich kein Traglimit. Das ist Deko. Und dann geht es einfach nur richtig lächerlich ab mit so viel Dacker-Dacker, dass es selbst den Orks zu den Ohren rauskommt. Doppel-Gatling und solche Dinge. Ja, Turbo-Boost-Geschichten und Driften und Zeug. Und dass das wirklich möglich ist. Ja, nicht nur, dass die Feuerkraft total lächerlich ist von diesen Panzerketten, was natürlich hauptsächlich an den Waffen liegt, aber die schweren Waffen kann man damit halt sehr leicht tragen. Ach, die Widerstandskraft ist halt wirklich enorm.
mit den Dingern kann man halt auch richtig viel Spaß haben, aber fragt nicht nach Sonnenschein, wenn ihr in der Mission die Munition bezahlen müsst. Was ich da jetzt rausgetackert habe, ist mehr als die kleinen Missionen überhaupt einbringen. Also auch nicht ganz die Erfüllung. So, weiter Bildungszertifikat für Söldner. Dann schauen wir mal. Feuersimulator, fortgeschrittene Ausbildung, Allmind bereitgestellt. Ja, machen wir. Auf dass wir das mit dem Training möglichst fix hinter uns bringen. Echte Mission, feindliche Verstärkung. Ja. Das machen Raketen sind einfach toll. Sorry, dass ich gerade wenig erzähle. Das ist ein AC, der ist ein bisschen tougher. Das Lichtschwert hebe ich mir gerade auf. Ich habe vorhin zu überladen, um dann mit dem Lichtschwert anzugreifen und maximalen Schaden zu machen. Ja, das war der Mech, den wir zurzeit benutzen. Während der normalen Mission. Das war quasi die Abschlussprüfung. Incoming cars. Congratulations on your certification. You have proven your skills by completing the entire combat training regimen. Registration number RB23. Call sign Raven. Allmind anticipates excellent performance. Na, wupp, wupp. Trainingsprogramm abgeschlossen. Und wir sind jetzt fortgeschrittene Söldner. Das waren die ganzen Trainingsmissionen. Und damit sind wir da auch schon durch. Das heißt, die nächsten Bonusvideos gibt es zu den Arena-Rängen. Die Arena schalten wir dann wahrscheinlich in der nächsten Episode frei. Bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.